Hallo zurück. Nach dem Modul Wonderland geht es nun weiter mit unserer Serie Good Luck 2021. Dieses schöne Live-Wallpaper haben wir im letzten Video erstellt. Nur noch mal zur Erinnerung, schaut mal her. Das ist unsere Eigenkreation gewesen. Genug dazu, jetzt gehen wir in die App Good Luck und wir kommen zum Modul Theme Park. Wir werden also Themes erstellen. Klicken drauf, Make Your Own Theme, alles klar. Zu Beginn müssen wir hier natürlich noch ein paar Berechtigungen, also Permissions, erlauben. Das können wir beruhigt machen, da das ja eine Samsung-eigene App ist. Da braucht ihr echt keine Angst zu haben. Die App bzw. das Modul will jetzt hier Zugriff auf Fotos, Medien und Dateien haben. Lassen wir zu und kriegen Folgendes zu sehen. Theme Park. Click Plus Button to create new item. Genau. Hier ist quasi unsere erste Anweisung. Wir haben hier unten aber allerdings auch drei Reiter. Also jetzt der erste links hier Theme, dann Keyboard, Quick Panel. Und ich denke mal, wenn ihr aufgepasst haben solltet, beziehungsweise wenn ihr alle Folgen geschaut habt, dann wisst ihr, Keyboard ist eigentlich dasselbe wie das separate Modul Keys Café. Mehr ist das nicht. Das ist jetzt hier auch nochmal integriert. Und Quick Panel ist quasi deckt bzw. verändert dann quasi hier euer Benachrichtigungsfeld und die Quick Tiles. Das Aussehen davon. Aber wir beginnen mal links. Und ich sag mal, wenn wir ein Team erstellen, wird die Tastatur und auch das Quick Panel sowieso schon hier mit eingebunden. Also wir beginnen, indem wir auf das Plus klicken. So. Das Modul gönnt sich eine kleine Gedenksekunde. Genau, zurzeit habe ich das originale bzw. das Standardthema. Und wir können jetzt hingehen und sagen, benutzt bitte als Theme-Basis dieses Hintergrundbild oder das aktuelle, das heißt dieses hier. Oder aber ich will ein komplett neues haben. Ja, dann wählen wir jetzt einfach eins aus der Galerie aus. Kommt. Dann müssen wir jetzt umplanen und flexibel sein. Dann nehmen wir mal ein farbenfrohes auch hier. Oh ja. Das nehmen wir jetzt, genau, und damit arbeiten wir. So. Oh, jetzt ist es immer noch hier gelandet. Beziehungsweise das ist ja für den Lockscreen. Aber gut. Also, wir haben jetzt dieses Hintergrundbild und dieses Modul sagt oder schlägt uns jetzt vor, beziehungsweise gibt uns die Möglichkeit, eine Hauptfarbe, das heißt Main Color and Style, auszuwählen. Das Programm hat sich jetzt erstmal für dieses lila Fliederfarben entschieden. Wir können aber auch als Hauptfarbe das Dunkelblau nehmen. Und ihr seht, dann gibt es weitere Abstufungen. Hier. Und ihr seht, wie sich die Tastatur beispielsweise ändert. Ganz dunkel. Oh ja, richtig dunkel. Oder das. Also, wir könnten jetzt aber auch hingehen als Hauptfarbe schwarz nehmen und dann werden uns andere Vorschläge gemacht. Da müsst ihr aber wirklich euch nur durchklicken, das ist nichts Wildes. Wir bleiben mal hierbei und haben jetzt hier eine Live-Vorschau, wie das Ganze aussieht. Das ist jetzt unser Lockscreen, unser Homescreen, unsere Icons, die können wir auch noch verändern. Passt mal auf, wir klicken einfach nur da drauf, warten kurz. Und jetzt seht ihr schon, wir können die Eigenfarben ändern oder auch Tray Color. Tray Color ist einfach nur das Drumherum. Wir machen mal beides. Wir klicken mal drauf. Eigenfarbe. Bisschen Sättigung rein und wählen mal sowas hier aus. Und ihr seht es schon. Alles wird quasi gestrichen. Uiuiui, ein bisschen mehr Sättigung. Ja, lassen wir es mal dabei. Und jetzt noch ein Trail drumherum. Gehen wir mal in Richtung dunkel, schwarz. Und jetzt seht ihr es schon, da, der Rand, einfach um die App herum. Das ist die Trail-Farbe. Das wollen wir nicht haben. Wir lassen es mal dabei. Und pastellisieren das Ganze mal. Gehen wir ins Pastelle.
alles Mögliches. So. Ja, dabei können wir es belassen. Und dann sagen wir, wir gehen einen Schritt zurück. Das ist jetzt unser Icon aussehen. So, wir gehen weiter und nehmen wir mal an, uns gefällt das hier nicht. Da können wir jetzt nicht rein, das können wir nicht verändern, aber uns gefällt das hier nicht. Und zwar folgendes. Nehmen wir mal an, ja, das setzt sich, also der Text jetzt hier setzt sich nicht so stark vom Hintergrund, von der Hintergrundfarbe ab. Und jetzt haben wir, ihr seht, das immer die Kreise. Und jeder Kreis gehört zu dem Punkt dazu. Das heißt, dieser Punkt zeigt jetzt gerade auf diese Schriftfarbe, ne, SamsungRestaurant.com, und die Farbe will ich jetzt ändern. Alles kein Problem, jetzt gehe ich da rein und sage, um einfach damit sich das besser abhebt, nehme ich das. Wunderbar. Und wenn ich damit zufrieden bin, gehe ich einen Schritt zurück, ist es gespeichert, oder ich kann halt alles Mögliche ändern. Ich sage, die Hintergrundfarbe dieser Bubbles gefällt mir nicht, klicke ich hier drauf. Und nehme solch eine Farbe. Zack. Jetzt seht ihr, es ist eher bräunlich. Oder die Schrift da drinnen. Oder die Hintergrundfarbe von dem Element. Also, es ist sehr, sehr viel möglich. Das heißt, die Hauptfarbe wählen wir aus. Das Modul erstellt ein Theme. Aber dieses Theme müsst ihr nicht akzeptieren, sondern ihr könnt wirklich in jedes, nicht in jedes einzelne. Wir haben gesehen, in das Fenster können wir nicht rein. Aber in die meisten Fenster können wir rein. Und dann bestimmen, wie die einzelnen Farben aussehen sollen. So, und nehmen wir an, wir haben alles gemacht. Beziehungsweise wir können jetzt hier auch so eine große Vorschau aktivieren. Dann swipet man so durch. Na, was können wir denn hier alles verändern? Was soll das sein? Ach ja, endlich. Jetzt haben wir unser eigentliches Bild. Genau. Oder wir können uns auch eine Vorschau für den Dark Mode geben. Vielleicht sehen wir das in dieser Ansicht besser. Also, jetzt sind wir im hellen Modus. Dadurch, dass wir halt ein dunkles Thema verwenden, ist es nicht so gut ersichtlich. So, was, wenn ich jetzt auf den Dark Mode klicke? Genau, jetzt wird alles dunkel und jetzt wird's hell. Ihr seht es. Dunkel. Hell. Und wenn wir damit einverstanden sind mit dieser Einstellung, dann kann man das Ganze speichern und jetzt sogar noch hingehen und sagen, ich möchte die Hintergrundfarbe ändern oder die Farbe, die auf dem Hintergrund ist, oder die Oberflächenfarbe. Wir sind da immer noch nicht fertig. Oder die Hauptfarbe, die zweite Farbe. Also es ist sehr, sehr viel möglich, sehr, sehr viel einstellbar. Und wenn man dann mit einem Setting zufrieden ist, geht man und klickt auf Speichern. Vergibt einen Namen. Das ist jetzt eher so lila geprägt. Klicken wir mal auf OK. Der installiert das, dieses Thema jetzt. Und dann würde ich vorschlagen, machen wir nochmal ein richtig buntes. So, wir sind bei 95% angelangt. Also ist auch wirklich ein sehr, sehr klasse Modul. Man muss nur ein bisschen Zeit reinstecken und kann man halt wirklich alles anpassen, was man will. Fast alles. Diesen Zusatz muss ich ja noch hinzufügen. Genau, wir machen jetzt mal ein neues. Wir wählen wieder eins aus der Galerie. Und zwar ein knalliges hier. Da bin ich mal gespannt, was jetzt da der Vorschlag sein wird. Next. Ach, so wild ist das ja nicht. Wir gehen mal in die große Vorschau rein. Das ist ja unser Homescreen, unser Lockscreen. Die Icons bleiben eigentlich so, wie sie sind. Die Tastatur ist jetzt auch nicht so crazy. Das Benachrichtigungsfeld auch nicht. Oh, das sieht nicht gut aus. Uiuiui. Ja, da ist noch Optimierungsbedarf. Also so knallig und so bunt sieht das Ganze nicht aus. Aber ist ja kein Problem, wir gehen rein. Ändern die Farbe. Hier so ein Knallgelb. Ändern die Hintergrundfarbe von dem hier.
ändern. Ne, das lassen wir. Dann können wir noch die, ja gut, die Schriften können auch so bleiben. Ja, gut, dabei belassen wir es mal. Dann will ich aber auch mal die Quick-Tiles da oben ändern. So, wir können jetzt nämlich auch einstellen, ob das Ganze, wie transparent das Ganze sein soll. Jetzt seht ihr, jetzt sehen wir viel mehr vom Hintergrundbild oder jetzt eben weniger. Wir können die Iconfarbe ändern. Nein, das ist das, die Symbolfarbe, die Iconfarbe ist das. Ja, sagen wir mal, oh ja, und hier auch die Iconfarbe. Ja, dann hier die Hintergrundfarbe. Ja, da ist wirklich so viel möglich, das gibt es ja gar nicht. Wahnsinn. Uiuiui. Also, und dann sagen, gehen wir einen Schritt zurück. So würde das Ganze jetzt aussehen. Wir gehen mal in diese Ansicht und sagen wieder, gucken uns mal, wie der Dark Mode aussieht. So sieht der Dark Mode aus. Ganz schön unspektakulär. Jetzt sagen wir, dann nennen wir nochmal die Hintergrundfarbe. Ja, schon besser. Genau. Also, ich denke, ihr habt wirklich verstanden, worum es geht, wie man das einstellt und vor allem, was man alles einstellen kann. Wie gesagt, hier unten die Hauptfarbe. Jetzt wäre das Ganze so. Oder so. Und die Einstellungen, die wir aber selbst vorgenommen haben, die bleiben. Die überschreibt das Programm jetzt nicht. Dadurch, dass wir die Hauptfarbe ändern. Das ist sehr gut. Genau. Dann bleibt uns eigentlich nur noch übrig, das Ganze abzuspeichern. Einen Namen zu vergeben. Und sich dann über das perfekte Theme zu freuen. Was gibt es dann Besseres, als genau seinen Geschmack verwenden zu können und das Gerät, das man besitzt, nach seinen Vorstellungen, nach seinen Wünschen und Vorlieben anzupassen. Und genau das ist die Stärke von Samsung mit diesen Geräten. Ich bin wirklich ziemlich gespannt, was Samsung mit der nächsten One UI-Version und dem Android 12 Update dann liefern wird, weil ihr habt es wahrscheinlich mitbekommen, dass Google jetzt auf deren Entwicklerkonferenz Android 12 vorgestellt hat mit Material U. Und sie legen sehr, sehr großen Wert auf Individualisierbarkeit und Anpassbarkeit nach den eigenen Wünschen. Und wenn Samsung das jetzt schon hinkriegt, bin ich gespannt, was sie mit Android 12 und One UI 4 oder 4.5, keine Ahnung, wie das heißen wird, dann noch alles rausholen wird. Also, das war's von diesem Video. Bleibt gesund, macht es gut und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.